Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch meine 10 bis 20 Lidschattenpaletten zeigen für den Herbst, die absolut ja schon nicht mehr in den Drogeriepreisen liegen, sondern einfach etwas höher, wie BH Cosmetics, dann haben wir Jeffree Star, Make-up Revolution, Zoeva, das einfach so ein bisschen Orientierung ist und ich würde sagen, wir fangen an. Ich sortiere das nicht nach Marke, sondern ich zeige euch einfach, was auf dem ersten, also auf den Stapel einfach zuerst liegt. Und dann fangen wir an mit der Kylie by Belle. Es sind nicht alles neue Paletten, es sind auch etwas ältere dabei. Wie gesagt, alles, was ich so in meinem eigenen Sortiment habe, zeige ich euch mal. Man kann gut auch die Highlighter-Töne benutzen für einen Look. Und ich finde, so Moff-Töne sind einfach wunderschön. Schaut mal, so sieht es aus und lässt sich super swatchen, lässt sich gut aufs Auge. Ich habe das gerockt, also einige Wochen lang. So sieht die Palette auch bei mir aus. Klar, keine Hitte-Pans, aber ziemliche coolen. Und ich glaube, das wäre wirklich eine Palette, die ich gerne platt machen, weil ich sie einfach gerne benutzt habe. Ja, man konnte einfach so schöne bronzige, kühle Töne machen. Hat einen Spiegel dabei. Gibt es, glaube ich, so nicht mehr zu kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die noch gibt. Aber vielleicht hat sie der ein oder andere ja da. Man muss sie ja nicht unbedingt nachkaufen, sondern guckt einfach mal, was ihr von dem, was ich habe. Vielleicht habt ihr ja auch was zu Hause. Dann gibt es ja auch noch die Deluxe Edition. Die hätte für mich nicht sein müssen. Ich dachte, ich brauche sie unbedingt. Ist eigentlich gleich. Mir wäre es lieber gewesen, ich hätte die Highlighter-Palette einzeln kaufen können und einmal die Lidschattenpaletten einzeln kaufen können. Denn so ein Mischmasch mag ich persönlich nicht. Das brauche ich nicht. Ich habe sie nicht ganz so oft benutzt, weil sie mir einfach sehr groß ist. Hat aber auch wunderschöne Farben. Ich finde aber die andere ein bisschen handlicher und deswegen kann ich sie nicht ganz so empfehlen. Von der Größe her, aber was von den Farben, geht sie mir ziemlich in den Herbst rein. Dann habe ich, war auch jetzt, ich weiß es nicht, ich habe das letzte Mal sie, glaube ich, vor einem Monat noch online gesehen. Die Love Hatice Schmidt Palette. Finde ich auch sehr schön für den Herbst. Man kann die Rottöne gut benutzen. Dazu habe ich schon einen Look auf meinem Kanal geschminkt. Und auch diese Braun und Berlin und auch dieses dunkle Blau. Das kann man gut so dunkle Smoky Eyes machen. Und ja, mit dem Braun ausgesmokt oder einfach nur so einen braun-grauen Look schminken. Was Helles in den Innenwinkel. Irgendwelche dunklen roten Smoky Eyes finde ich alles absolut geil für den Herbst. Vor allen Dingen mit dunklen Lippen oder eher so Bordeaux, fast schwarze Lippen. Finde ich richtig, richtig geil. Dann habe ich diese Make-up Revolution bei Natalia, irgendwas. Natalia, keine Ahnung. Steht da nicht so richtig drauf. Ich kann es auch gerade nicht lesen. Ich kann nicht richtig lesen. Dann, so sehen die Farben aus. Und diese metallischen, die sind super gut pigmentiert. So sieht es aus. Also, und auch die Matten sind gut. Also ich finde wirklich, die Palette hat so richtig, richtig was drauf. Also kann man gut mitarbeiten, kann ich euch ans Herz legen, wenn ihr die noch habt. Oder euch die zulegen wollt. Ist eine ganz, ganz tolle Herbstpalette. Dann habe ich auch eine Be Perfect Cosmetics LMD Louise McDonald Master Palette. Die hat keinen Spiegel, aber dafür hat sie ganz, ganz tolle Basics-Töne einmal in der Mitte und dann verschiedenste Töne. Hier das Beere. Ich habe damit schon mindestens drei Looks auf meinem Kanal geschminkt. Wenn nicht, dann kommen die alle noch online. Denn die Palette finde ich wirklich richtig gut. Sie ist auch in meinen August-Favoriten eigentlich gelandet. Aber ich konnte sie euch erst im September zeigen, weil ich es einfach verplant habe, euch das zu zeigen. Ich finde sie wunderschön. Diese goldigen, erdigen Töne und auch diese Moffs finde ich einfach genial. Also ich finde sie genial für den Herbst.
ganz, ganz große Liebe. Ist, ich glaube, für 25 Euro, ich bin mir nicht ganz sicher, zu haben. Dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Weil es ist wirklich eine richtig gute Palette. Dann habe ich auch eine von It's My Ray Ray. Das ist eine BH Cosmetics Palette und besteht hier aus Highlighter, Bronzer etc. Konturtönen, ganz dunklen Braunton. Ist natürlich auch für dunkelhäutige Typen auch gedacht. Oder ja, sie selber ist ja auch ein dunkelhäutiger Typ. Aber ich muss sagen, das ist eine richtige Herbst-Edition für mich, weil hier dunkel lila drin ist, so ein mauvige Beere, dann ein Rot. Dann hat sie ganz, ganz tolle Töne gemacht. Diese Palette ist, finde ich, auf dem deutschen Markt kaum gesehen worden. Also ich habe sie kaum gesehen. Ich finde sie wunder, wunderschön. Sie ist super pigmentiert, kostet, glaube ich, um die 26 Euro. Man muss wissen, ob man sie braucht. Ich brauchte sie schon. Ich brauche jede Palette. Nein, aber ich habe sie gut gefunden und nur das Pinselset war nicht ganz so mein Favorit. Das ist auch, glaube ich, komplett aus meiner Sammlung verschwunden, wenn ich mich nicht irre. Habe ich schon weiterverkauft? Ich glaube ja. Dann haben wir von Zoeva und zwar die Matte Edition, auch gedecktere Farben, auch super pigmentiert, wenn ihr wirklich so eine Basic-Palette sucht. Hier sind ganz viele Basic-Töne, aber auch eher warme, dann ein paar kühle Töne, zwei warme Töne, vier neutrale Töne und vier kühle Töne. Super schick. Kann man ganz, ganz tolle entweder Ergänzungspalette oder halt auch einzelne Looks mit schminken. Wirklich sehr gut pigmentiert. Ich liebe sie und bin ganz froh, dass ich sie habe. Nur kommt sie halt seltenst bei mir in Verwendung, weil ich halt eben, wie ihr alle wisst, einiges an Paletten habe. Ich habe für den Herbst, für den Sommer, für den Winter, für den Frühling und dann habe ich noch sieben andere Jahreszeiten, was Paletten angeht. Also von daher. Dann, wie gesagt, Mauve-Töne, so Beerentöne. Zum Beispiel diese Palette ist für mich auch für den Herbst gut gedacht. Das ist die Zoeva N Taupe. Sie hat auch sehr zarte Töne. Man kann einen zarten Look herstellen, sag ich mal. Huch. So kalte Looks. Dann also so richtig, entweder ist das so eine. Dazu möchte ich auch unbedingt einen Look machen. Ich benutze sie einfach zu selten. Muss mal gucken, ob ich sie wirklich aussortieren möchte oder doch behalten, weil ich einfach so selten dazu greife. Aber das wäre für mich einfach eine Herbstpalette. Vor allen Dingen ist hier ein schöner Dunkelbeerenton drin. So sieht es ungefähr aus. Und das ist wirklich für mich so Herbst, Winter kühl. Ich trage sehr, sehr gerne im Winter kühle Töne, wie man erkennen kann. So grau, dunkelrosa, altrosa, also Moff finde ich einfach stark im Herbst-Winter. Aber jetzt sind wir gerade noch im Herbst, ne? Dann habe ich Cocoa Blend Palette. Das ist ein Klassiker bei Zoeva. Schaut mal, auch das super, super schöne Palette. Ich könnte ja mal so Looks zaubern damit, zu jeder Palette mal. Heute nehme ich die, morgen die. Die hat wirklich einiges wunderschönes. Richtig, richtig schöne Palette für den Herbst. Vor allen Dingen der Ton hier und auch dieses. Wartet mal, den hatten wir schon geswatcht. Der hier, das ist so ein dunkel, das ist eigentlich so ein dunkler Backsteinbraun, Teddybärbraun, da oben. Richtig, richtig schön. Muss ich unbedingt mal wieder auspacken und benutzen, aber das wäre jetzt so eine Idee. Dann habe ich etwas ganz Neues. Dreimal dürft ihr raten. Weiter, weiter, ratet weiter, 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 weiter. Ja, die 1991 Palette bei Alicia Marie. Knack. Ja, bei mir ist sie ein bisschen. Seht ihr das? Also, der Kleber hält das nicht so, diesen Knick. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist das bei euch nochmal? Also, ich muss das mal so ein bisschen.
Das löst sich halt bei mir. Lange überlebt diese Palette bei mir nicht. Sie ist täglich in Gebrauch, seitdem ich sie habe. Ich benutze seltenst gerade was anderes. Seitdem ich sie habe, ich glaube, ich habe sie am 26. oder 27. September bekommen. Und seitdem ist sie jeden Tag irgendwie in Verwendung. Und ich glaube, ich habe sie außer einen Tag nicht getragen. Heute ist der dritte. Also ziemlich alle Farben durchgerockt. Besonders gut gefällt mir jetzt einfach der legendär, der Ritual, Ritual, Illusion, Spooky, Alchemist. ich mag kein Roségold, ist es nicht so mein Favorit. Und Pixie mag ich auch nicht so, weil da dieser Gold drin ist. Den trage ich heute im Innenwinkel. Auf meinem beweglichen Lid trage ich Ritual. Dann habe ich Safe Wood und Bettlaya, glaube ich, da. Und Karma. Also ich habe einiges aus der Palette benutzt und liebe sie. Ich mag vor allen Dingen die ganze untere matte Reihe und auch die obere Reihe. Bis auf die zwei, die so ein bisschen zu goldig für mich sind. Aber sonst mag ich sie super. Ich mag aber auch gedecktere Looks im Herbst. Also für mich ein absolutes Must-Have. Also ihr könnt alle Paletten vergessen. Holt euch die. Ich liebe sie. Ich liebe sie und ihr werdet es keinen Moment bereuen. Denn die Farben lassen sich so gut. Es ohne gesettete Base, mit gesetteter Base, egal wie, super verblenden. Ich kann euch auch die mal swatchen. Vielleicht habt ihr ja noch nichts Geswatchtes gesehen von ihr, was ich nicht glaube, weil es ist. Das muss der Bestseller überhaupt sein. Schatz. Dann den, den und den. Super schick, also wirklich richtig, richtig geil. Und vor allen Dingen die Kombination wäre auch mal was. Geil. Getoppt mit anderen Sachen noch unten drunter noch geiler. Also absolute Liebe. Ich kann euch eigentlich nur die hier auch an Herz legen, weil sie auch Bordeaux-Farben hat, aber auch bräunlich, grünlich. Alles so ein bisschen gedeckter, nicht zu grell. Bis auf ein lila Ton ist ein bisschen greller, aber sonst optimal. Dann habe ich Dominique Late Cosmetics Palette. Auch die super zum Empfehlen, denn die hat auch wieder was Gedecktes. Also es ist eher so im nudigen Bereich, aber auch gedeckt. Sunny, mein Schatz, benutzt du die auch super gerne im Herbst? Oder ist es für dich eine Around-Palette? Für mich auch eine Around-Palette, denn wenn wir einfach diese zwei Töne hier unten wegnehmen, ist es eine schlichte braune Palette, die man aber durch diese zwei ein bisschen aufpimpen kann. Ein Look habe ich damit schon kreiert. Ich werde auch sicherlich noch zwei weitere kreieren, weil ich finde, sie ist der Rede wert. Vor allen Dingen, was diese matten Geschichten angehen. Hammer. Hammer. Und auch Schimmer, also die hat wirklich was drauf. Ja. Die ist einfach geil. Die ist einfach geil. Ich finde sie so, so wunderschön und kann euch sie absolut ans Herz legen, mal die Late von Dominique Cosmetics anzugucken. Und auch das Packaging ist ganz nett. Die neue interessiert mich auch sehr. Ich muss mal gucken, ob ich sie mir auch wirklich zulege oder erstmal warte. So eine Palette im Monat wäre in Ordnung, aber mehr ist halt einfach irgendwie. Also ich habe mindestens. Ich würde sagen, noch 15 Paletten, die ich noch nicht getestet habe mit euch und auch selber kaum. Shame, 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 shame. Also von daher, weniger kaufen und mehr testen wäre so meine Devise. Aber es passiert halt auch nicht immer. Voila, BH Cosmetic Royal Affair. Ich habe sie bestellt gehabt, ich glaube, das war so am Herbst rum, letztes Jahr. Ich finde sie wunderschön. Ich habe sie letztes Mal, einen Look, habe ich euch, glaube ich, bei Instagram, nee, hatte ich in irgendeinem Video gehabt und hatte ich diese zwei benutzt und auch den hier. Mega Palette. Also wirklich mega Palette, weil sie ist mega pigmentiert und ist für mich das Pendant zum Herbst. Mega geil. So, das sind die Töne der Palette und ich kann sie euch absolut ans Herz legen. Royal Affair 20 Color Eyeshadow Palette von BH Cosmetics. Dann
kann ich euch auch noch die Primär von Zu Eva gut empfehlen. Die hat auch so ein Duochrom drinne und an sich auch sehr gedeckte Töne. Wirklich sehr, sehr schön. So sieht das Packaging aus. Soll, glaube ich, was Spanisches sein. Ist das richtig rum? Nee. Super, super Palette. Auch da, die Pigmentierung ist super. Man kann wirklich was draus reißen und kann ich euch auch ans Herz legen. Dann haben wir noch eine von Jeffree Star, die ich auch super liebe. Die Beauty Killer finde ich gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Die Pigmentierung haut mich da nicht so weg. Aber die hier, Androgyny, die ist richtig geil von der Pigmentierung. Die hat auch diese gedeckten Töne, so Kürbis und Laub. Also wenn man Laub anguckt, hat man doch schon Ähnlichkeiten damit. Und die dagegen ist richtig geil pigmentiert. Ich liebe die Pigmentation von Jeffree Star, also gerade was diese Töne angeht, absolut. Ist für mich absolut große, große Liebe. Ich benutze sie super gerne, wenn ich sie in die Hand bekomme und kann sie euch absolut ans Herz legen. Dann haben wir noch eine Palette von BH Cosmetics und zwei OPV-Paletten, die ich euch auch empfehlen kann, weil ich sie schon benutzt habe. Also ich empfehle euch natürlich nur Sachen, die ich auch schon benutzt habe und nicht einfach die so danach aussehen. Dann haben wir hier auch eine super, super schöne klassische, aber auch eher Herbstpalette. So goldig, dieser metallische Goldton zum Beispiel oder hier das Kupfer. Und dann haben wir hier so ein Dunkelrot und noch so ein, so ein Peach Orange. Also finde ich absolut, absolut nach Herbst. Es schreit einfach nach Herbst. Und kann ich euch absolut ans Herz legen. Das ist die Glamour Reflection Gilded. Tolle, tolle, tolle Palette. Sorry. Tolle Palette. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Dann haben wir zwei OPV-Paletten, die ich euch auch ans Herz legen kann. Die eine ist so ein bisschen, ja, kann man sehen, wie man möchte. Das ist die goldene hier. Das ist die Oshun. Schaut mal. Also wenn ich diesen neon-orangenen Ton wegnehme, so sieht sie eigentlich aus, dann ist das wirklich eine richtig tolle Herbstpalette. Die ist mega pigmentiert. Mega. Mega, mega, mega und für mich absolut herbstig. Vor allen Dingen diese Glitzer, Mitzer-Töne, wirklich Hammer. Wie sie dann auf der Haut, das ist schon fast unnormal. Super schönes Teil und auch dieses Orange, was mir leider rausgefallen ist beim Versand. Habe ich aber neu gepresst, wenn man das komplett aufs Lid macht. Einfach ein Lidstrich, ein bisschen mit dunkelbraun. Hammer, Hammer. Und dann haben wir noch die letzte Palette, die ich euch heute empfehlen möchte. Ich habe nicht super teure genommen. Also gut, Jeffree Star ist schon an die 50 Euro, ja. Die hätte ich eigentlich in die andere. Aber ich wollte euch halt einfach Herbstpaletten zeigen. Ihr könnt ja selber gucken. Ich habe auch ein Drogerie-Paletten-Ding, wo ihr gucken könnt für den Herbst. Aber jetzt zeige ich euch so random. Und zwar geht es um diese hier. Gemoja-Palette. Die haben leider keinen Spiegel, aber für mich absolut herbstig. Schaut mal, richtig rot, braun, blau, dunkelgrün. Es ist alles so ein bisschen gedeckter. Ich finde, oh, ich könnte ewig swatchen. Ich liebe es, meine Paletten durchzuswatchen. Das ist absolut geil. Geil, geil, geil. Hammer. Kann ich euch absolut ans Herz legen. Super Pigmentierung, super Farbabgabe, Verblendbarkeit, alles. Ich finde alles gut an dieser Palette, deswegen habe ich mir einen neuen Schatz zugelegt. Der sieht nämlich auch ähnlich aus wie diese Palette, geht auch schön in dieses Gedeckte, werde ich euch sicherlich auch für den Herbst vorstellen. Aber jetzt sind wir zu Ende und das sind meine Herbstpaletten. Habt ihr einen absoluten Favorit, der über 20 Euro liegt, aber trotzdem noch
für den Herbst gut gedacht? Also was euer Liebling ist für den Herbst? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Ich guck mal nach. Vielleicht habe ich den oder ich könnte ihn mir zulegen. Ich wünsche euch was. Ciao.